www.kindernetz.de. Kaum zu glauben. Das älteste Tier der Welt ist ein Schwamm. Der ist über 10.000 Jahre alt. Wusste gar nicht, dass das ein Tier ist. Hey, ob der Schwamm in meiner Badewanne auch so alt ist? Hey, Olli. Oh, hi, Davina. Oh, gut, dass ich dich hier treffe, Olli. Ich brauche mal ganz schnell deine Hilfe. Oh, der König der Tiere ist immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Was kann ich für dich tun vielleicht? Strauße fangen oder Leopardenzähmen? Oder soll ich den Krokodilen die Zähne putzen? Nee, du musst einfach noch mal ganz kurz auf das kleine Lamm hier aufpassen, bitte. Ich muss noch mal schnell los Futter holen und das läuft mir immer weg sonst. Ein Lamm hüten? Tja, ja. Das ist ja mal eine super tolle Herausforderung. Ja. Für einen wie mich. In der Tat. Komm, Pauline. Es will nämlich immer weglaufen. Komm. Davina? Ja? Pauline! Hier sind wir. Komm her. Hm. Ja, es ist wirklich eine Herausforderung. Wie du vielleicht siehst, traust du dir das überhaupt zu, Olli? Sag mal, willst du mich jetzt auf den Arm nehmen? Na, dann ist ja gut. So, vielen Dank, Olli. Bis gleich. Bis gleich. Hm. Na, was machen wir beide nun? Hm? Ich habe eine Idee. Pass auf. Du gehst einmal ums Auto rum und dann kommst du hier wieder vorbei und dann lese ich dir was aus meinem Lexikon vor, okay? Hm, was lese ich dir denn mal Schönes vor? Das hier nicht, nö. Ah, L wie Lamm. Ja, das, pass auf. Also, Jungschafe werden nicht nur als Lamm, sondern auch als Jährling oder Zutreter bezeichnet. Auf der Welt gibt es, boah, hey, wusstest du, dass es auf der Welt mehr als 1 Milliarde Schafe gibt? Wenn man die zählt, schläft man garantiert einem was. Pauline? Pauline! Hier, verstecken wollte ich eigentlich jetzt nicht mit dir spielen. Oh, Backe. Wenn ich sie nicht wiederfinde, das gibt Ärger. Pauline? Pauline! Pauline! Wo bist du? Pauline! Komm raus! Wo steckst du? Pauline, sag mal mehr. Was denn das? Sieht aus wie ein Friedhof. Das ist ein Friedhof. Hey Pauline, da bist du ja. Was machst du denn hier? Oh. Blomiki? Wer ist denn Blomiki? Ah, ich glaube, ich verstehe. Bestimmt war sie eine Freundin von dir, die gestorben ist. Sicher vermisst du sie sehr und bist sehr traurig. Das tut mir sehr, sehr leid für dich. Mhm. Na, Olli, wie bist du mit dem Lamm? Oh, na, super. Kein Lamm. Kein Olli. Keiner da. Auf der Welt gibt es über eine Milliarde Schafe. Ah, Olli, eins wird mir schon lang. Wo hast du Pauline? Auf dem Tierfriedhof. Was? Ja, ist nichts passiert. Sie besucht Blomiki. Das war der Grund, weshalb sie immer weglaufen wollte. Sie wollte zu ihrer Freundin. Meinst du? Hm. Du, sag mal, wer war denn Blomiki? Blomiki war ein kleiner Springbock. Ah, und wie kommt es, dass Blomiki auf dem Tierfriedhof liegt? Na, das war eine ziemlich traurige Geschichte. Magst du die wirklich hören? Mhm.
Na, schau her. Blommiki kam als kleines Springbock-Baby auf die Farm. Ja. Irwina. Der Name Blommiki ist Afrikaans und bedeutet kleine Blume oder Blümchen. Besonders hier der Tierpfleger Caleb hat sich um sie gekümmert. Blommiki war sehr neugierig und hat den ganzen Tag damit verbracht, auf der Farm rumzuspazieren und alles zu untersuchen. Und sie hatte viele Freunde. Hey, da ist ja Pauline! Und jetzt weißt du, warum Springböcke Springböcke heißen. Und dann, eines Tages, ist ein junger Gepard aus seinem Gehege ausgebüxt und hat Blommiki angefallen. Dabei ist sie schlimm verletzt worden. Als der Tierarzt kam, wollte Blommiki sich erst nicht untersuchen lassen. Aber wir haben sie vorsichtig festgehalten. Und ganz, ganz viel gestreichelt. Dass der Gepard jetzt langsam anfängt zu jagen, ist natürlich positiv, weil er ist jetzt 18 Monate alt. Aber dass er jetzt halt gerade hier den Hausspringbock jagt, war nicht geplant. Der Tierarzt meinte, direkte Sonne sei für Blommikis Wunde gar nicht gut. Deswegen brachten wir sie in ein Zimmer. Na, der Hunger ist da. Blöder Gepard. Ja, aber da kann der Gepard auch nicht wirklich was dafür. Weißt du, das ist halt sein Jagdinstinkt. Und der ist für ihn überlebensnotwendig. Ich meine, so ist das halt in der Natur. Fressen und gefressen werden. Ja, ich weiß, aber trotzdem ist das ungerecht. Ja, aber zuerst sah es ja auch ganz gut aus für Blommiki. Und dann? Komm, erzähl bitte weiter, Davina. Das Grüne hier sind Luzerne. Die hat Blommiki am liebsten gefressen. Ich hatte vor, sie in ein schöneres Zimmer zu bringen und wollte sie damit locken. Komm, komm. Sie sollte am besten selber laufen, weil das Tragen hat sie aufgeregt und auch wehgetan. Draußen hat sie gleich ihre Freunde getroffen und wollte natürlich lieber mit ihnen spielen und nicht wieder ins Haus. Caleb musste sie dann deswegen doch einfangen und reintragen. Und Pauline kommt einfach mit. Ja. Okay. Komm, Babas. Komm, Jelle, komm. Die neue Bleibe war viel schöner und heller. Und sie hat sich auch gefreut über die frischen Luzerne. Komm mal hier. Das sah doch alles ganz gut aus für Blommiki. Ja. Die hätte das doch schaffen können. Normalerweise könnt ihr so einen kleinen Springbock doch gesund machen, oder? Das könnt ihr doch, Davina. Sagt, dass ihr das könnt. Na, wir können es nicht immer. Deswegen ja auch der Friedhof. Aber wieso? Ihr habt doch Medizin und so. Ja, aber manchmal ist die Wunde einfach zu groß.
Oder das Tier ist zu schwach, weißt du, da gibt's viele Gründe. Und was ist dann passiert? Wie ging's dann weiter mit Blomiki? Na, also das ist jetzt wirklich furchtbar traurig, Olli. Egal, ich will's trotzdem sehen. Ja? Na, schau. Obwohl es Blomiki in ihrem neuen Zimmer am Abend besser ging, ist sie am nächsten Morgen leider gestorben. Wir waren alle sehr traurig und haben uns versammelt, um sie zu beerdigen. Pauline war natürlich auch dabei. I'm so glad last night Laszlo went to say goodbye. Caleb erzählt, dass er ihr am Abend noch gute Nacht gesagt hat und sie hatte ihn wie immer mit ihren großen Augen angeschaut. And this morning she was gone. Now she's gonna also. Dann sagt er, jetzt wird Blomiki ruhen in der warmen Erde der Kalahari-Wüste, wo sie hergekommen ist. Where she came from. Das ist so furchtbar traurig, Davina. Ja, oh, guck mal her. Das war für uns alle ziemlich hart. Und hast du Pauline gesehen? Für die war es doch sicher ganz besonders schlimm, oder? Bestimmt. Aber du, Olli, vielleicht sollten wir jetzt auch mal los und nach ihr schauen, hm? Okay, machen wir. Okay, komm. Ich weiß, Pauline, dass du noch sehr traurig bist, aber vielleicht könnten wir beide ja ganz tolle Freunde werden. Oh, das gefällt dir? Super. Und weißt du, was die besten Freunde machen? Sie erleben zusammen ganz tolle Abenteuer und sind immer füreinander da. So wie Davina und ich. Schon gut, Olli. Du, Davina will morgen in den Etosha Nationalpark fahren. Wer, wie bitte ich? Ja, und da könntest du doch mitkommen. Und dann schauen wir uns am Wasserloch ganz spannende Tiere an. Und Davina bringt uns leckere Brause. Wie fändest du das, Davina? Olli, ich bin sprachlos vor Freude. Ja, super, dann machen wir das. Hey, super. Das wird bestimmt ein ganz toller Tag, Davina. Das wird's. Das hast du super gemacht mit dem Lämpchen. Danke. Du, aber du darfst auf keinen Fall die Brause vergessen. Ich vergesse die Brause auf gar keinen Fall. Super. Aber ganz viel Brause. Ganz viel Brause. Ganz, ganz, ganz viel Brause. Ganz, ganz viel Brause. Noch mehr als ganz viel Brause. Noch mehr ganz viel Brause.